Bessere Kisten. Das ist teuer. Na, ja, was soll's machen? So, lauf. Okay, ich würde ungern die jetzt alle mit meiner teuren Munition töten. Deswegen locke ich die jetzt alle wieder nach Hause, damit unsere Türme was zu tun haben. Baum mehr davon. So. Und dann gehe ich die nächsten zwei Spawner einsammeln. Das ist schick. Das sind jetzt schon wieder 250 Erdpakte. Science Packs. Damit müssten wir eigentlich schon genug haben. Das heißt, wenn das Ding da durch ist und wir endlich die höherstufigen gelben Kisten bauen können für unser Logistiksystem, dann fange ich auch schon mit der Forschung an für die Topaztürme. Dann werden wir unsterblich. Naja, dann müssen wir erstmal ganz viel davon bauen, aber dann werden wir unsterblich. Jedenfalls so lange, bis wir zu viele weitergetötet haben, weil die dann ja auch stärker werden durch den anderen Mod. Dass sie immer mehr Lebenspunkte bekommen und immer mehr Schaden anrichten. Das heißt, irgendwann muss das Spiel dann doch unmöglich werden zu schaffen, oder? Ich meine, wenn die Gegner dann endlich viele Lebenspunkte haben und alles one-hitten, dann kommt nichts von uns hinterher. Beunruhigender Gedanke. Aber momentan ist ja noch nicht so weit, das ist okay. Was mache ich jetzt eigentlich gerade in der Basis? Genau, ich wollte Kobalt abholen. Für mehr Munition. So. Und dann fehlen Polished Smaragde. Aber davon werden wahrscheinlich keine vorrätig sein. Oder? Schau mal runter. Und was macht die Sortieranlage von den Edelsteinen? Diese Bob-Edelsteine, muss ich auch nochmal angucken. Oh doch, zwei Polished Emeralds. Und es waren Emeralds und keine Smaragde. Ups. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Wo war die Sortieranlage? Wir hatten doch eine Sortieranlage, oder? Für die Edelsteine? Habe ich das von Hand gemacht? Nicht ernsthaft, oder? Ich gucke mal runter zu den anderen Edelsteinen, aber da waren, glaube ich, nur Diamant, Smaragd, genau die da. Da ist keine Bob-Edelstein-Geschichte bei. Sehr komisch. Ja, dann mach mal da das hin. So. Du stellst bitte her. Die da. Ich bin mir relativ sicher, dass ich es gebaut habe. Okay, einfach alle dahin und go. Müssten wir gleich sehen, wenn jetzt ganz viele Edelsteine angeflogen kommen, die vorher keiner benutzt hat. Ah, da kommen welche. Bum, 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 bum. Sehr, sehr komisch. Warum wirst du nicht rausgeholt? Oh, nicht beschränken. Amethyst? Fragezeichen? Das hatten wir vorher gar nicht, oder? Genau, Emerald, Sapphire und so weiter sind Dietic Core zu Bobplate und das ist direkt Bobplate. Hm. Aber ja, anscheinend ist die Fabrik entweder nie aufgebaut worden und gab nur in meiner Fantasie die Fabrik. Oder ich habe sie irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen abgerissen. Sei es drum. Gut, ich mach mal kurz hier die Runde, sammel die allein. Zieh dann einen Bogen rum zu den 5 Spawnern, die wir inzwischen gekillt haben. Und sammel da die richtigen Alien-Attrakte ein, nicht die kleinen Knöbelchen. Und ich hätte nicht das Logistiksystem-Ding da forschen sollen, was ist anscheinend etwas längere Forschung. Ja, 60 Zeiteinheiten. Was soll's, mach mal so. Und lauf mal ein wenig schneller. Mit dem Finger auf der Normaltaste. Falls wir angegriffen werden. Oh, ein Bonus von der Batterie, das ist okay. So, normal. Sack ein. Sack ein. Und die Basis da hinten lasse ich lieber in Ruhe.
wo wir gerade auf so einem schönen Trip sind, haben wir irgendwo noch eine kleine Basis? Achso, der wollte ich mir eigentlich angucken, ne? Ja, lauf mal dahin. Bitte. Oh, warte. Hier ist eine Zweierbasis. Da unten ist eine Einerbasis. Die hätte ich ganz gerne geknackt. Nimm mal die in die Hand. Weg. So. Basis meins. Basis mal zwei. Schön. Also, komm mit Laser-Shotgun ist im Bar. Momentan jedenfalls. Das da ist zu groß. Vielleicht das da noch. Oh ja, das wird eine ganze Weile dauern, das alles zu bauen. Hier. 690 Alien Science Packs. Und davon werden bestimmt ein paar verdoppelt werden. Also kommen wir wahrscheinlich an die 750 oder so ran. Sauber. Irgendwo greift irgendwer irgendwas an. Mit dir. 5 Magazine haben wir noch. Jetzt hier oben sieht es allerdings ein bisschen gefährlich aus. Ich denke, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, sich zurückzuziehen. Greift ihr uns an oder jemand anderen? Ich habe da Kleinkram langlaufen sehen. Oh nee, das war auch eine Patrouillentruppe. Ist okay. Also jetzt ab nach Hause. Die Dinger dann nach und nach abliefern. Wenn sie dann fertiggestellt werden. Und an der Verteidigung arbeiten. All die Sandmauern aufstellen, den Sand von Hand wieder abliefern, wenn sich da dann langsam genug gesammelt hat. Und ein bisschen an Automatisierung umtüfteln. So, normal. Das dauert echt ewig. Leichen. Achso, es wurde schon von mehreren Leuten angemerkt, dass ich hier ganz schön Probleme verursache, dadurch, dass ich immer von Hand so viel reinsortiere. Weil ich jetzt zig Kisten habe, wo angebrochene Leichenhaufen sind. Das ist richtig. Das heißt, ich sollte darauf achten, wenn wir das richtige Zentrallager jetzt demnächst bauen, also irgendwo hier oder so, dass ich da nichts von Hand reinschmeiße, sondern einfach eine lila Kiste davor stelle, dass die Roboter das einsortieren. Das war ein berechtigter und guter Einwand. Achso, kann ich ja noch gar nicht. Okay. Zwischenzeitlich dann einfach mal gucken, was wir hier noch so an Roboters brauchen. Haben wir unten eigentlich schon so ein Stromding? Nee, ne? Ne, leider nicht. Aber ich denke, wir können den da mal wegnehmen. Den dafür hinsetzen und den wegnehmen. Den wegnehmen. Und schon haben wir wieder 3 Roboports, die wir theoretisch in den Recycler schmeißen können und dafür irgendwie 150 weiße Chips oder so bekommen. Ah, das ist ordentlich. Schöne Sache. So, 5000 Sand sollte auch helfen, ein paar Sandmauern zu bauen. Genau, das kann weg. Du weg. So viele davon brauche ich auch nicht. Du kannst frei und der Rest ist okay. Oh, 10 Türme. Bau. Nee. Bricht das ab. Es wird zu lange dauern, bis die ganzen Sachen da durch sind. Da will ich jetzt nicht noch eine längere Warteschlange haben. Was wollte ich gerade? Oh, die Forschung ist fertig. Das heißt, jetzt forsch bitte das da. 3000 rote, 2000 grüne, 1000 hellblau und 1000 lila. Dafür, dass wir die hier bauen können. Was? Silver Sapphire? Achso ja, Silver Sapphire. Und der Rest ist wirklich Pipifax. Braune Chips, Stahl, Zahnräder und so weiter. Reichweite 63. Okay, die sind natürlich noch viel toller mit Reichweite 88 und so, aber trotzdem. Damage 25. Ja, sehr, sehr schön. Erforschen. Auf jeden Fall erforschen.
Apropos bald, müsste ich bald wieder machen. So, du bekommst mal Ruheports. Und wo packe ich jetzt die Lederkiste hin? Die ich gar nicht habe. Bitte fordere mal dich weg. Fordere mal lila Kisten an. Die hätte ich auch ganz gerne hier unten irgendwo. Genau. Nein. Mittlere Maustaste. So. Lila Kiste einfach hier hin und du kriegst das. Okay. Wir haben 4 Magazine, das reicht fürs Erste. Das heißt, für die offensive Geschichte brauche ich erstmal nichts mehr. Defensiv müssten wir jetzt bauen. Können wir allerdings erst, wenn wir genug Forschung haben. Liegt also still. Ich kann die Solar Panels mal aussortieren. Die brauche ich nicht im Inventar. Noch mehr von denen trinken. Oh genau, die Sandsäcke. Da. Und ich hätte gerne ein Stack davon, um da draus die hier zu machen. Dafür brauche ich allerdings Conductor und oder grüne Platten. Haben wir Conductor automatisiert inzwischen? Ich glaube, das hat sie auch schon mehrfach vorgehabt, aber dann doch nicht gemacht. Doch, habe ich. Ach, wie schön. Keine braunen Chips. Och nö, was ist denn jetzt schon wieder los? Guck mal hier unten. Nein. Was ist los mit ihr? Keine wooden boards. Okay. Warum hast du keine wooden boards? Achso. Du hast nicht genug Holz. Hatten wir die Farm jetzt abgerissen? Nein, hatten wir nicht. Die produzieren noch nicht schnell genug Holz. Okay. Ich hätte gerne. Wo waren die Photonic-Dinger jetzt? Hier. Ich hätte gern Quantum Replicator und oder Photonic Replicator und oder die Vierer kann ich glaube ich noch gar nicht. Also wir haben jetzt Vierer, Zweier, Dreier fehlt noch. Du weg. Also irgendeiner im Crafting-Speed von 3. 0, 1, 2, 4, 8, 1. Was? Es gibt keins mit 3, wollt ihr mich veräppeln? Achso, die verdoppeln sich. Ja, okay. 1, 2, 4. Kommt da was? Da. Stufe 2 haben wir eine Menge. Stufe 1 haben wir eine Menge. Keine Vierer. Und ich kann nichts davon bauen, weil ich keine Magnete habe. Gib mir bitte Magnete. 200 Stück. Komm angeflogen. Sehr gut. Und ich hätte gerne die da. Dafür bräuchte ich normale Engines. Also ist kurios, aber gut. Ich hätte gerne normale Engines. Die hatten wir vor kurzem auch hergestellt, damit wir die Rüstung da bauen können. Und Quantum-Dinger da. Davon hätte ich jetzt gerne ganz viele. Das breche ich mal kurz ab, weil wir langsam, glaube ich, schon genug Lila-Tränke haben sollten. Setz das hinten wieder an. Und habe jetzt ganz viele Quantenreflektoren, die jetzt alle gleich Holzplatten herstellen werden, auch wenn das ein bisschen komisch klingt. Was wollte ich wegsortieren? Ganz mal weg. Ich wollte aber eigentlich was anderes wegsortieren. Nein. Ganz weg. Die da wollte ich wegsortieren. So. Wo packe ich die hin? Das ist eine gute Frage. Wir können einfach hier so einen Block machen. Ich meine, sie nehmen genauso viel Platz weg wie eine Fabrik. Obwohl, warte mal. Nee. Die gerne ein bisschen kompakter bauen. Das heißt, es ist einfach ein unabhängiger Komplex, der nichts mit dem Muster von den Fabriken zu tun hat.
Und es sollte in der Nähe sein von da oben. Damit das Holz auch recht schnell zu den Fabriken hinkommt. Ja, ich mache dann einfach mal hier. In der Ecke. Oh, hier ist gar keine Abdeckung von dem anderen Teil. Wie oldschool. Du, da. Okay, pop die jetzt einfach hier irgendwo hin. So, und dann kriegen die jeweils so ihre Ärmchen und tun das dann in die Kisten ein. Und ich verlange sofort von meinen Untertanen Ärmchen. Blaue Ärmchen. Gut. Da. So. Bisschen hässlich, aber das ist egal. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. So, du stellst her. Holzplatten. Und ich bin mir irgendwie sicher, dass es nicht reichen wird. So. Ich sehe unten irgendwas hellbraunes, aber das sind nicht die Holzplatten, sondern sind diese komischen Linoleumplatten oder was auch immer. Das wird nicht so wirklich schnell abgeholt hier. Achso, weil die oben auch gar nicht angefordert werden, kann das sein? Von der einen Fabrik, die die braunen Dinger herstellt. Genau, die hat keine Requester-Chest. Aha. Okay. Bau Requester-Chest dahin. Du hättest gerne Brettchen. Und zwar viele. So. Und wir hätten gern Titanium Bearings und gleich. Wow, was ist da los? Kiste eben voll. Wir hätten gerne Titanium Bearings, so. Und ganz schnelle Ärmchen, die können kurz abgebrochen werden. Komm, gib mir schnelle Ärmchen. Da. Und mach das hier super schnell. Wenn man das hinhaut. So, das Ding alleine wird aber nicht hinterherkommen, denke ich mal. Also müssen wir davon auch mehr bauen. Ja gut, das kommt dann mit zu den To-Do-Sachen. Wobei, warum halt nicht? Mal das da.